Sie fliegen ewig weit, manchmal sogar tausende Kilometer. Super anstrengend. Aber wenn größere Zugvögel, wie zum Beispiel diese Kraniche, dabei so fliegen, dass es wie ein Pfeil oder ein V aussieht, sparen sie Kraft. Und das hat mit Physik zu tun. Die Flügelspitzen eines Vogels erzeugen Luftwirbel, sogenannte Wirbelschleppen. Und die wirken sich auch auf seinen Hintermann, also seinen Hintervogel aus. Fliegt ein Vogel direkt hinter einem anderen, wird er von den Wirbeln eher nach unten gedrückt und das Fliegen wird für ihn anstrengender. Fliegt er aber schräg hinter dem anderen Vogel her, passiert das Gegenteil. Dort sorgen die Luftwirbel für einen Aufwind, der den Vogel trägt. Das Fliegen wird leichter. Das spart ihm Kraft und er kann länger durchhalten. Und klar, Kräfte sparen wollen sie alle. So kommt es, dass jeder Vogel schräg hinter dem anderen fliegt und das V entsteht. Alle profitieren also von den Luftwirbeln des Vogels vor ihnen, außer der arme Vogel ganz vorne. Der darf zwar den Anführer spielen, hat aber auch definitiv den anstrengendsten Job. Deshalb wechseln sich die Vögel an der Spitze ab. Wenn dem Vogel vorne langsam die Puste ausgeht, lässt er sich zurückfallen und ein anderer übernimmt den Job an der Spitze.